Ja, hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind jetzt wirklich endlich in der Stadt Baldur's Gate. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wahrscheinlich am besten einfach drauf los. Zum Beispiel da hinten balanciert jemand auf einem Bein. Warum? Fragen wir ihn doch mal. Was tust du da? Warum hältst du nicht gescheit Wache? Don't distract me. It's all I can do to stay balanced. Baldoria, ist es eine von Feuerporteus berüchtigten Strafen? Ich lasse euch in Ruhe, natürlich frage ich das. Yes. I stole a purse from the evidence room. It was stupid. And I swore to Blaise Portier I'd never do it again. Ever. I have to stand on one leg until she believes me. Viel Glück. Wie lange dauert es denn noch? Antäuschen, ihn zu schubsen. Ihr seid eine flammende Faust. Ihr könnt ihr es wagen, die Leute zu bestehlen, die ihr beschützen sollen. Das muss halt echt nach kürzester Zeit echt übel im Bein wehtun, ne? Und dann kriegst du einen Krampf und dann fällst du um. Ich glaube, die Balance ist gar nicht so sehr das Problem in dem Fall. Also bei mir wäre definitiv einfach die Beinstärke das Problem. Ich tendiere zu 2 oder 3. Wie lange dauert es denn noch, antäuschen, ihn zu schubsen? That's not funny. If I fall, I have to start all over. Shh. I just have to last a little longer. Ich würde trotzdem noch gern wissen, wie lange eigentlich noch. Und wie lange es schon macht. If you're here to report something, don't bother. The fist don't give a damn. Okay, danke für die Warnung. Herzogs Ohr. Ach so, so ein Artikel. Eine Krankheit hat unsere Stadt befallen, werter Leser. Sie knappert in Audienzgemächern am Ohr des Rats, sie schallt auf den Straßen, in stählernen Automaten und sie flüstert süße Nichtigkeiten von den Seiten dieser Zeitung. Die stinkende Präsenz von Fürst Enver Gortash lässt unsere Stadt verfaulen. Und diese Reporterin schämt sich für eine Publikation, nein, ein Propagandainstrument zu arbeiten, das die Ausbreitung der Infektion ermöglicht. Sehr gut. Es gibt dazu noch viel mehr zu sagen, werter Leser, und ich freue mich schon drauf, es mit euch zu teilen. Ja, ich meine euch, Edward. Betrachtet dies als meine Kündigung. Holly Faubus, Enthüllungsjournalistin, neuerdings Freiberuflerin. Bist du diese Portier? Nein, bist du nicht. About time. The Manip assured me a builder would come around a 10-day ago and hold it. You're not the builder. Which means I've got no use for you. Ich glaube, die Rüstung und meine ganze Gruppe schreit nicht Handwerkerin. Sind alle in der Nachbarschaft so freundlich wie ihr? Warum braucht ihr denn einen Handwerker? Hooligans at the Mermaid have been using my shutters for target practice. And that's not the half of it. I've had to replace the same window 3 times now, not to mention the mess they've made of my front door. Now either you learn to fix my broken shutters, or you wag your tongue elsewhere. Ich verzieh mich dann mal. Richtig bestehlen. Ich bin übrigens, ich steuere immer noch mit der linken Hand, vielleicht merkt man's. Ich wollte nicht darauf klettern. Aber das geht doch nur durch die Mauer durch hier, ne? Eins nach dem anderen. Ich habe mich nie so ausführlich hier in dieser Ecke umgeguckt. Ich dachte, ich mach das mal. Und Faust so und so. If you have a problem, speak to one of the other fist. A rabid wolf organized this inventory. Judging by the mess they've left me. Mhm. Wir gehen mal rein. With haste. Her name is Vanra. Kindly lower your voice, madam. You even bothered looking for her? Looking for who? Daughter!
times do I need to say it? You sent word about a lead, said that I should come see you about it. Of course, madam. Let me just... Forgive me, why are you here? Is this some kind of sick joke? Do you have any idea what I've been through these past few days? Was geht hier vor sich? My daughter Vanra, my little girl, she's missing. This stupid, useless fist said she had a lead, but she must have been stuck in Dream Mist or something. Madam, tell me. You said she was taken from a tavern? You catch the barest tendrils of magic coiled around the flaming fist. Yes, the blushing mermaid down by the docks. I told you 100 times. Why aren't you listening? Arkane Kunde, die flammende Faust untersuchen. Typisch Faust, der hört nie zu. Ich probiere Arkane Kunde. Nun. Ging ja gut. You sense nothing amiss. What were we discussing? Eigentlich ist es sehr komisch, weil wir ja vorher schon den Wurf geschafft haben und erkannt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, vergiss die Fäuste, erzählt mir alles, was passiert ist. Her name is Vanra. She's 7 years old. And has red hair. Like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. Just stopped by the docks. War noch jemand bei euch? Es muss doch irgendwelche Zeugen geben. Of course. The front of house, Bosun Gannett was there, and the owner of the Blushing Mermaid, Captain Grizzly. Neither lifted a finger to help me look. It was awful. War noch jemand bei euch? No. Unless you count a couple of old drinking mates at the next table. But they'd be no help. They barely remember their own names. I was sober, though. I swear, I stop in the maid for a drink sometimes, but it was only a quick one. Dann gehen wir mal hin. Thank you. I'll head home. Can't stand being around these idiots any longer. Come find me the moment you hear anything. Mhm. Commander Portier, acting Marshal of the Fist. If you have a crime to report, please wait outside. We're currently at capacity. Ja, und ich habe das Gefühl, ihr hört nicht wirklich zu. Kann auch nicht zuhören. Your tools were stolen, right? No, you were mugged. Wait, I'm mixing you up with another citizen. I'm terribly sorry. I'll get back to you. Alle mega kompetent hier. Da darf ich reingehen. Die Küche. Ich habe genug zu essen. 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 Wir gehen mal ins Gefängnis. Ich habe das Gefühl, wir waren gerade erst im Gefängnis. Von einem ins andere. Ist hier unten eigentlich irgendwen, der einen interessiert? Haben die irgendeinen Gefangenen? Mal gucken, ob wir uns überhaupt umsehen dürfen. Die ist verschlossen. Machen wir doch mal hier zu. Achso, es ist ja, ich kann hier ja speichern, ganz normal, bevor ich irgendwas mache. Wie schön. Ich spiele gerade nebenher Honor-Mode, also Ehrenmodus. Da hat man nur einen Spielstand und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Hier ist ja normal, hier darf ich ja speichern. Probieren wir doch mal das jetzt knacken. Wie ungültiges Ziel. Darf man nicht, okay. Schloss knacken unmöglich. Keine Ahnung, was dahinter ist. Dass das unmöglich ist. Ist das nicht dieselbe Tür?
Nicht so gut. Nur 14. Was? Was? Was soll denn der Scheiß? Und wieso habe ich so wenig Werkzeuge? Hat das Tarion alles? Aber war ich Schlossknack mit meiner Bade nicht sonst auch? Ich hole gerade mal aus Tarion. Ich will hier mal Sachen aufmachen und so. Oh, ich sehe von hier aus meine Statue. Sehr gut. Ja, das hier ist unsere, unser neuer Lagerplatz. Für jetzt erstmal, für eine kurze Zeit. Es wird ein besserer kommen. Wen schmeißen wir denn mal raus aus unserem Team? Ich schmeiß mal Will raus. Ja, ich schmeiß gerade mal Will raus. Und hol mir Astarion rein. Welcome to the Lower City, where Baldur's Gate truly comes alive. Ich möchte gar nicht mit der Quatschen. Bleib mir hier. Are you sure? Yep. And just when things were warming up. Tja, so schnell kann es gehen. So, Kratzer ist auch da, der Sil ist auch da. Hier ist halt alles ein bisschen nass, ne? Direkt am Hafen. Jahira, Karlach. Wer steht da hinten? Die zwei Herren. Ich finde es gut, ihr steht so direkt neben meiner Statue. Ich weiß schon warum. Gott, this is the first time in 200 years I've seen these streets in the sunlight. You can forget just how much color there is in the world. Warte, bitte, das ist ein kleines Sweet. Alles in Ordnung? Yes, of course. Obviously. Sorry, did you want something? Habe ich da vielleicht zufällig wieder mal einen kleinen Einblick in dein eigentlich sanftmütiges Etwas bekommen? Schnell wieder Mauer hoch. Komm mal mit. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Magischer Hinterhalt, ja, das brauche ich gleich. So, apropos, ich habe tatsächlich in meinen über 400 Stunden dieses, seine Aktion Verstecken total unterschätzt. Ich habe das fast nie benutzt, oder eigentlich nie, weil ich dachte, weiß auch nicht. Das bringt's gar nicht oder so, das sieht man sofort. Aber erstaunlicherweise funktioniert das sehr oft und dann kann man immer, wenn es funktioniert, so einen hinterhältigen Angriff machen. Das ist eigentlich perfekt. Ich habe mir das Leben echt schwer gemacht. Aber man sollte immer versuchen, verstecken und dann hinterhältiger Angriff. Weil damit halt einiges mehr Schaden macht. Achso, ich habe jetzt badische Inspiration und verbesserte badische Inspiration, sehe ich gerade. So. Aber gut, dass ich eben hier im Schleichmodus habe, weil sonst hätte ich nicht gesehen, dass da jemand reinkommt. Faustcallers. Mach mal die Tür wieder zu. Ja, das ist doch dasselbe. Was haben wir denn hier? Hammer, Piken, Hellebarden, paar plus eins. Warte mal, aber vielleicht gehen die anderen. Nicht in diesen Raum. Ihr seid nämlich nicht im Schleichmodus. Ihr wartet hier draußen und tut so, als würden wir einfach nur stehen und quatschen oder was auch immer machen. Während du hier alles ausraubst. Hier. Ja.
Ich nehme mich die plus 1 Sachen mit. Wir haben ja eigentlich ziemlich viel Geld, ne? Hatte ich nicht noch 11k in der Truhe? Eigentlich muss ich es nicht mitnehmen, ne? Nehme ich den Leichnam. Nehmen wir eine Sache mit. Und was auch immer da drin ist. Heiltränke. Gut. Waffenkammer. Schätze ich jetzt mal. Warum die eine Tür hat, die nicht zu knacken ist, aber dann man einfach hier reinspazieren kann, weiß ich zwar nicht, aber... Okay. Er ist gerade so leise, ich höre nichts. Kasernenbüro. Schlüssel. Nicht hierfür. Okay, Schriftrollen. Zerfallende Akte. Report. Unbekannter beeinflusst Stadtpolitik. Uns ist zu Ohren gekommen, dass ein mutmaßlicher zensiert, der sich selbst der Imperator nennt, übermäßig viel Einfluss auf Mitglieder des Herzogsrat und andere wichtige Persönlichkeiten der Stadt hat. Auch wenn es derzeit keinen Hinweis auf üble Absichten gibt, hat die inoffizielle und geheime Natur dieser Person an verschiedenen Stellen Besorgnisse hervorgerufen. Falls dieser Imperator wirklich einzensiert ist, müssen wir rasch handeln, damit aus nicht wird. Eine alte Akte über unseren Freund. Oder auch nicht Freund. Ich habe genug Essen. Befehle von Herzog Ravengard. Aus dem Büro des Herzogs. Achtung, die Oberstadt wird mir mit sofortiger Wirkung abgeregelt. Derzeit werden keine Fragen beantwortet. Sicherheit heißt Stärke. Okay. Erlass höchster Alarm. Lesen darf ich es aber, ne? Weil ich bin gerade nicht mehr heimlich. Achtung, Schichten werden ab sofort auf Doppelschichten verlängert. Bla, okay. Stahlwach unbezahlbar. Truppen der absoluten zahlreich. Erbittert, aber wenig diszipliniert. Können sie nicht ewig von der Stadt abhalten. Aber die Stahlwache wird uns Zeit verschaffen. Ja, okay. Strafe von Beraterin Florik. Aber sowas haben wir, glaube ich, schon mal gelesen, ne? Ja, wegen Hochverrats und so. Ja, ja, das hatten wir ja schon. So. Okay, obwohl wir eigentlich theoretisch hier nicht drin sein hätten dürfen, hat die Wache jetzt nicht so das Problem damit gehabt. Ist es halt nicht so die fähigste Wache, ne? Was soll man sagen? Stahlwächterwartung. Schön, dass wir hier einfach rumlaufen dürfen. Ein Loch. Keine Ahnung, wo das hinführt, ne? Grubenlatrine. Ich weiß, wo die hinführt. Wo man halt erwartet, dass sie hinführt. Verkleidungsausrüstung. Ach so, okay. Ich gucke gerade mal in die Zellen, aber ich glaube, hier ist tatsächlich gerade niemand gefangen, ne? Weißtruhe dürfte dann entsprechend auch leer sein, weil ich glaube, da ist nur was drin, also die eigenen Sachen drin, wenn man selbst gefangen wurde. Also außer den Wächtern sehe ich hier niemanden. Vielleicht irgendwer durch dieses Loch durch. Das ist wahrscheinlich für einen Gnom zu klein.
Das könnte man sich verwandeln. Wie sowas wie Gasform oder so. Trank der Gasform. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Toll. Ich bereue es. Ich kann mit der Ratte jetzt reden. Aber auch nicht, weil dann müsste ich mich umwandeln, dann komme ich nicht wieder zurück. Na toll. Gut, dass er dafür diesen Trank benutzte. Supi. Aber es hätte ja auch was Spannendes sein können. Wir hüpfen jetzt mal nicht in die Grubenlatrine. Ist ein bisschen ekelhaft. Erst nochmal ein bisschen frische Luft und ja, so wie frisch auch immer die Luft in so einer Stadt ist. Er steht noch. Eyes front and keep your nose clean, newcomer. A noose and a short drop is how we deal with troublemakers. Mhm. Vielleicht wartet ihr mit den Drogen, bis ich ein Verbrechen begangen habe. Wie wär's? So wie das, was ich eben begangen habe, indem ich euch ausgeraubt habe. By then it will be too late. I can't help the dead, but I can warn the living. Stay the path and obey the law. You have nothing to fear. Voll das wandernde Auge gehabt. Hm, schwere Truhe. Könnte wahrscheinlich so einen der Bürger. Oho! You? I know you. How delightful to meet in person. Though, you're shorter than I expected. Wie unhöflich. Ihr habt eine Bildungslücke bei mir gefunden. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. My name's Estra Sturr, journalist. I speak to the people of Baldur's Gate, so our readers don't have to. Ihr arbeitet für Baldur's Ohr, nehme ich an. Woher wisst ihr, wer ich bin? I work for the greatest broadsheet in this storied city. It's my job to know who is who. I imagine you'll be becoming quite familiar with it soon. You are, after all, the star of the next Baldur's Mouth Gazette. Ich war noch nie in der Zeitung. Woher bekomme ich denn eine Ausgabe? Oh, it's not out yet. But any of the Gazettiers can sell you a copy when it's printed. It's our juiciest edition in an age, bound to get everyone talking about you. Mhm. Toll. Ich freue mich drauf, sie zu lesen. I bet you do. Now, if you'll excuse me, I've really said rather too much and written rather too little. Good day. Stopp die Druckpressen. Hello? Does anyone want to buy a Gazette? Was ist denn das für eine Verkaufsmasche? Reiß dich zusammen. Ja, gib mir her. Thank you. Ich habe das Gefühl, vorher hat er noch ganz gut rumgeschrien. Plakat der Anti-Vettel-Unterstützungsgruppe. Ärger mit Ratten. Vorsicht vor Fremden. Für die Harten und Zähnen. Bleibt heute Nacht in der Taverne Elfsang. Wir fangen mal unten an. Bietet Räumlichkeiten für kleine und große Gesellschaften. Spricht mit Wirt, so und so. Abenteurer gesucht. Meister Arkanist von so und so und Einsiedler von so und so ist auf der Suche nach mutigen und unternehmenslustigen Personen, die in einen heimtückischen Tempel eindringen und das sagenumworbene Artefakt Nachtlied zur Verwahrung nach Baldur's Tor zurückholen. Nun. Ich hätte das Artefakt.
Vorsicht vor Fremden. Ausländer sollten gemieden werden. Ihre dekadenten Ideen infizieren unsere Jugend und sie stehlen baldurische Ressourcen, ohne etwas beizutragen. Das ist halt erschreckend realistisch, ne? Solche Sachen. Die neuen Flüchtlinge sollten aus Baldur's Tor vertrieben werden, sollen unsere Städte sie aufnehmen. Baldur's Tor hat schon genug getan. Und Anti-Vettel-Bewegung. Achtung, wurdet ihr von einer Vettel verwünscht? Habt eine geliebte Person wegen eines Handels verloren? Dann trefft andere Überlebende verräterischer Vettel. Der, oder? Verloren der. In Barens Landhaus. Allein sind wir schmutzlos. Ich bin heute auch wieder gut im Lesen. Allein sind wir schutzlos, aber gemeinsam können wir der Vettel die Stirn bieten. Oder den Vettel. Okay, verstehe. Flora. So ein paar Zettel alles für Updates bringen, ne? Schalte die Stahlwache aus. Versammle deine Verbündeten. Suche nach dem Nachtlied. Nachtlied beschloss, unser Lager zu besuchen. Wir sollten herausfinden, was der Magier in Baldur's Tor mit ihr vorhat. Die Eisenhans. Wir haben ein Plakat gefunden, auf dem ein Treffen von Leuten angekündigt wird, die Vetteln überlebt haben. Das Treffen soll in Barons Landhaus stattfinden. Rette Wanderer. Und stopp die Druckerpresse. Drucke eine Lobeshymne in der nächsten Zeitung. Wir haben eine positive Titelgeschichte über uns gefunden, die in die Druckerpresse kann. Wir müssen herausfinden, wie. Kehre zu Ravengard zurück. Wir haben die auferstandenen Überreste des großen Wurms Anzo besiegt. Wir sollten zum Lager zurückkehren, Herzog Ravengard informieren. Ja, Herzog Ravengard ist nicht in unserem Lager momentan. Wenn ich mich nicht irre. Das wäre ja dann easy schon gerettet. Ich glaube, das ist wohl ein Quest-Update für später. Vielleicht ist das auch ein Fehler, ich weiß nicht. Liegt einfach so ein Toter in der Straße. Nee, lebst du noch? The citizen is unconscious. Ja. And won't be waking up anytime soon. Warum schiel ich? Nur bewusstlos. So, und hier haben wir haben einen Hinterhof und den Sturmküsten-Tabernakel. Stormshore Tabernacle. Steht da mehr? Stormshore Tabernacle. Nein, aber ich meine, das ist so eine Art Tempel. Ja. It's been some time since I stood before her in a place like this. Und wir haben hier alle Statuen der berühmten Götter Selun. Mistra, das ist Gels Göttin und Ex-Geliebte. Statue des Tür. Statue des Helm. Ist auch ein witziger Name. Helm, du hast einfach Helm. Hallo, mein Name ist Rüstung. Und Statue der Götter. Vika Klein-C. Greetings, Child of Faith. Be welcome to the Stormshore Tabernacle. You have come far, I perceive. How may I serve you this day? Wieso darf ich dich angreifen? was kann ich hier tun? Verkauf die heiligen Gegenstände. Wahrscheinlich kann man hier beten. Ich frag mal ganz dumm. Here, clerics may commune with their gods and even hear their responses, if they are so favored. I am also granted the power to provide holy resurrection through sales of revivification scrolls. Aha. Of course, my child. Within limits. Behold my wares. Das heißt, ja, du bist der Go-To-Typ, wenn man Wiederbelebungsschriftrollen braucht. Meinem Inventar nach zufolge brauche ich das vielleicht sogar. Du hast noch eine? Du hast keine. Du hast keine. Ja, ich glaube, ich nehme eine mit. Oder drei.
Kann es sein, dass ich auf mein Geld in meiner Lagertruhe Zugriff habe? Weil dann könnte ich eigentlich alles Geld dahin schicken, dann müsste ich das nicht mehr mitschleppen. Und ja, ich meine, ich tausche mal die Mini-Heiltränke gegen die hier. Ansonsten habe ich, glaube ich, noch genug. Der heilige Stern, 3 bis 13, gleisender Schlag mit Leuchtkugel. Mit dieser Waffe getroffene Untote werden möglicherweise vertrieben und Beharrlichkeit. Schattenherz hat ja wahrscheinlich gerade den ihren Speer, ne? Sonst wäre das eigentlich auch nicht schlecht für sie. Mantel des Heiligen Kriegers, der Kreuzfahrermantel. Das war strahle heilige Macht aus, die Verbündete in der Nähe ermutigt, ihre Waffenangriffe wirken gleisend. Wiederbeleben. Boah, ich will das, glaube ich, echt alles für Schattenherz irgendwie eigentlich haben. Oder wenn man halt einen Paladin oder einen Kleriker selbst spielt, das ist natürlich eigentlich nice hier, das Zeug. Ich bin hin und her gerissen, ob ich das mal mitnehmen soll. Ach komm, ich meine, warum nicht, ne? Das Geld habe ich ja. Ich verkaufe dir das komische Ding jetzt mal, ich benutze es eh nicht. Ich brauche immer noch nicht das Benutztier, Kästchen immer. Den Stab der Feuerbälle. Seit wann habe ich den? Seit Akt 1 oder so? Nie benutzt. Und was machen wir? Ach ja, genau. Gestaltwandlerring war das und das war Motive erkennen. Okay. This altar isn't dedicated to a single god, but instead acts as a conduit to many. Your god is one of many, and in this place you sense a spark of its mighty divine flame. Ich weiß gar nicht, welcher mein Gott ist. Haben Baden oder Halbelfen irgendwie einen spezifischen Gott? Lesen, was auf dem Altar geschrieben steht. Den Göttern des Lichts und der Gerechtigkeit die Ehre erweisen, die Weisheit und das Urteil der Götter von Gleichgewicht und Mehrdeutigkeit erbitten. Gleichgewicht und Mehrdeutigkeit ist auch eine komische Kombination. Von den Göttern der Gier und der Dunkelheit Macht und Selbstrechtfertigung erbitten. Ich lese erstmal, was drauf steht. It reads, show your devotion with an offering in your God's name. Blessings may follow. Aha, ja, ich weiß aber nicht, was oder wie viel man opfern muss, um da wirklich was zu bekommen. Ich möchte gerne, dass die... Weisheit? Nicht Gerechtigkeit, ich probiere mal zwei, die Weisheit und das Urteil der Götter von Gleichgewicht und Mehrdeutigkeit. The gods are ready to receive your donation. Ah, jetzt habe ich hier verschiedene zur Auswahl. Oh mein Gott, es gibt so viele Götter, ne? Kilimvor, ein Opfer erbringen dem großen Schicksalsführer, dem Herr der Toten. Ogmar, ein Opfer erbringen dem Herrn des Wissens und Schutzpatron der Barden. Habe ich doch richtig, ja, instinktiv richtige Gruppe ausgewählt hier. Also Ogmar. Tempus, ein Opfer erbringen dem Gott des Krieges und Herrn des ehrwürdigen Kampfes. Timora, ein Opfer bringen der strahlenden Herren des Glücks. Ja, dann probieren wir das doch mal hier. Was willst du denn? Ich habe 9 Gold. Ich habe einen Zauberstab im Feuerbällen, den ich nie benutzt habe. Ich habe vorher speichern sollen. Kann ich speichern? Ich weiß nicht, was der haben will. Eine Laute. Ohne Mist habe ich ein Musikinstrument. Habe ich hier auf alles Zugriff? Also nur, was ich im Inventar habe, ne? Hat irgendwer ein Musikinstrument dabei zufällig? Geld kriegt die Flöte später wieder.
Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. Das ist jetzt problematisch. Ich weiß echt nicht, was der haben will. Ich habe halt gerade kein Geld mehr dabei. Geld tut's bestimmt immer, oder nicht? Schriftrolle oder sowas kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Kurz ins Lager gehen. Haben wir da noch? Dann kann man das Geld raus. Damit bin ich überladen. Danke. Kann eine Leiche anbieten. Ich mache auch immer den Sack als erstes auf, ey. Eine Spinnendürer. Ich habe ja eine Spinnendürer doppelt. So, Gail kriegt eine der Flöten wieder hier. Brauchst du eigentlich nicht, aber... Was mir nicht nachgesagt würde, ich würde klauen. Das war seine Wiederbelebungsflöte. Ich will die haben. Mal gucken. Aber ich will nicht alles Geld spenden. Natürlich Stapel teilen. Wie viel wollen wir denn spenden? Vielleicht, dass man so 1000 spendet? Oder ich weiß nicht, wie viel. Ist 1000 genug? Ich meine, 1000 ist schon eine ordentliche Summe, oder? Alles wahrscheinlich für irgendeinen popeligen Bonus. Instead act your god is one of many. And in this the gods are ready to receive your donation. Und ich spende die Lyra zuerst. Was ist sie denn jetzt? Da darf ich das nicht. Ich finde sie nicht. Ich glaube, ich darf die nicht spenden. Ich habe nur eine Geige, aber die brauche ich ja selbst. Das dürfte dieser nicht ausgerüstet haben. Tränke? Nee, ne? Okay, hier. Okay, es schlägt mir 500 vor, dann fangen wir mit 500 an. Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. Ernsthaft? Welcome. You have come far, I perceive. How may I serve you this day? Ich will wissen, wie viel ich dem spenden muss. Steht das irgendwo? Urkunde für Tabernakel spenden. What? Das klingt mir noch ein bisschen zu viel. Nehme ich mal mit. Gebete. Verbannte. Gnomenvater. Ich will ja, ich meine, habe ich gespeichert? Will ich das nochmal 500 spenden? Your god is one of many. The gods are ready to receive your joyful donation. Das war falsch. The gods are ready to receive your donation. Es nimmt immer automatisch einfach die Hälfte. Your offering is accepted, but more evidence of. Hab ich? Warte mal. Quicksave habe ich gemacht. Das sehe ich ja nicht ein.
The gods are ready to receive your donation. Ich werde mal gucken, was man dem spenden muss. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt besonders viel Geld zu spenden, rentiert sich eventuell so gar nicht. Weil manchmal sind diese Segen, die man ja so bekommt, nicht so der Brüller. So, da geht's wieder nach draußen. Das ist Mystra, da möchte Gay natürlich gleich mitreden. Und das ist Selun. Deiner Mondbrosche. Allerdings das Gespräch, ja. Sein Gebet an Mystra, sage ich jetzt mal. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.